Schönen guten Tag und herzlich willkommen, Leute, auf gregs-rpgerben.de oder nur rpgerben.de, wenn ihr es ein bisschen kürzer und knackiger haben wollt. Gerade frisch, wo ich das aufnehme, ist rausgekommen Lost in Random, das Indie Game of the Year laut der Gamescom 2021 von dem kleinen Indie-Publisher Electronic Arts, abgesehen von dieser komischen Diskrepanz. Ein Spiel, was mir durch die Trailer prima aufgefallen ist in der letzten Zeit, kommt heute für verschiedene Plattformen raus. Ich spiele hier für euch die PS5-Version und ey, ich werde gerade gefühlt, also das ist natürlich ein Luxusproblem, aber es sind sehr, sehr viele Spiele gerade auf einmal rausgekommen, die ich mir gerne mit euch und für mich und für euch dann angucken möchte. Und Lost in Random ist eines davon, haben wir gedacht, komm, lass uns da einfach mal reinschauen, auch wenn ich eigentlich viel anderes noch auf dem Zettel hier habe. Aber das schien mir spannend und interessant genug zu sein von dem Konzept her. Third-Person-Action-Adventure gemischt mit Random, mit ja, Roguelike will ich es jetzt nicht ganz nennen, aber zumindest hat es so ein bisschen den Eindruck gemacht, dass man so ein paar Zufallselemente drin hat. Im Tim Burton-Style Nightmare Before Christmas oder American McGee's Alice zum Beispiel, also ein bisschen düsterer, ein bisschen anders. Und ja, hey, schauen wir da mal gemeinsam rein. Wie gesagt, gespielt hier auf der PS5 vom kleinen Indie-Game-Publisher Electronic Arts. Alright, lass mich hier nochmal kurz schauen, dass ich nicht das Audio durcheinander bekomme. So, weil wir wollen ja auch vernünftig was verstehen. Steuerung kriege ich hoffentlich beigebracht gleich. Text und Sprache hatte ich mir vorhin kurz angeschaut beim Testöffner. Also du hast verschiedene Sprachen, die du wählen kannst. Aber wenn ich Deutsch mache, ist die Sprache, also die Sprachausgabe selbst, Englisch gewesen. Ich konnte das jetzt nicht separat auswählen. Ich weiß nicht, ob es dann zum Beispiel hier Japanisch, alles in Japanisch dann ist, oder ob ich vielleicht mischen kann, deutsche Texte und japanische Sprachausgabe, wenn überhaupt eine andere japanische Sprachausgabe oder Französisch oder was auch immer dann da drin ist. Ich würde fast schätzen, du hast hauptsächlich Englisch und der Rest gucken wir mal. Wir lassen's. Aber warum stehen denn da Text und Sprache dann? Egal. Wir bleiben auf Deutsch für die Untertitel, aber die Sprachausgabe wird in Englisch sein. Ich kann nicht allzu viel auswählen jetzt hier auf der PS5-Version. Das ist gerade auf 4K eingestellt auf der PS5, aber ich mache das mit Downsampling als Aufnahme auf 1080p für die YouTube-Ausgabe hier. Hat aufzeichnungstechnische Gründe in der Hinsicht. Ich denke, das sollte jetzt keine großen Probleme machen. Eventuell sieht es schärfer aus als sonst, weil wir natürlich Downsampling hier betreiben gerade. Musik, okay, Lautsprechermodus, wir sind nicht bei Surround, weil ich habe hier für den Capture ein Stereo-Setup nur. Finden wir mal an. Ist, glaube ich, auch besser für die Aufnahme für euch da, bevor dann aus irgendwelchen Kanälen, die nicht existieren bei YouTube oder in eurem Setup, dann Sachen rauskommen. Regeln. Okay, ich lese mir jetzt hier nicht die komplette Steuerung durch, aber na, ihr seht, ne, Random Elemente, Karten dabei, Karten und Würfel. Mal gucken, wie groß das ist und restliches, wie üblich, Stimme-Nutzervereinbarungen zu. Kann ich hier raus? Okay. Dann lass uns starten und gucken, was das Spiel kann. Bin gespannt. New Game. Long ago, in a land you might remember from your dreams, the power of randomness was celebrated by all. Those with dice would roll them to shape their destinies, and the bravest few would challenge each other in games of chance. Epic tournaments, in which their very lives would hang in the balance. Also aussehen tut es ziemlich gut, muss ich sagen. Hol dir Würfelenergie. Alrighty, also ich kann da rumlaufen. Und mir die Würfelenergie holen. Ich sollte mich aber wahrscheinlich nicht hauen lassen. Oh Gott. Okay, Viereckes hauen. Gedrückt halten für einen schweren Angriff. Ah, aufladen meinen sie damit. Schweren Angriff, okay. Dreieck ist werfen. Ich habe gleich eine 6 gewürfelt. Oh. Verlasse die Würfeldimension, okay. Ah, ich habe jetzt also ein Rollenspiel-Dice gekriegt. Als großen Hammer.
sozusagen. Kann ich laufen? Nee, ich habe einen Dash hier. Lockern. Und der Würfel ist ein Charakter, aber er bringt mich auch in eine andere Dimension. Ja, fürs Aufladen braucht man schon ein gewisses Timing hier. Mein anderes Ich wurde... It too would come to an end, fading into legend and mystery. Okay. Ladezeit dazwischen. Native PS5-Version, aber ich schätze, dass es von der PS4 rübergekommen ist. Our story begins later, in Wancroft. Einsfelden. Populated entirely by people who have never once been dealt a fair hand. Attention, Wanners! I am the Queen, and my dark dice will decide your fate. Random rules! Eins. Nee, sechs. That, Bernard, you're a sixer. Oh, wow! I'm gonna live in the Queen's Dream Palace for the rest of my... Nuh-uh, you're a dirty three, doomed to a life of fighting and misery. That's cheating! Well, so is having an almighty dice, snake eye. Stop, you guys. Wrap this up. We should really get going. It's just a game, sis. Even I promised Mom and Dad to get you home. The Queen! It's the Queen! Hey, was that really necessary? Come on, hurry up! Now we really have to run! Die dürfen uns nicht mit dem Würfel erwischen. Okay, also es war eine Legende, die wir gesehen haben, sozusagen vor langer, langer Zeit. Aber jetzt werden viele der Leute unterjocht von den Steampunk-Spinnentürmen. Der Stil ist schon sehr gut, muss ich echt sagen. Ich mag das echt sehr. Oh, nice, wirklich nice. Um den Gedanken nochmal kurz zu Ende zu führen, also ich weiß nicht, von wegen Optimierung Ladezeiten und sowas. Okay, die Richtung. Ob das dann speziell auf die PS5 ausgelegt ist, aber ich schätze mal, es ist eine angepasste Portierung von der PS4, wenn das Spiel auch darauf rausgekommen ist. Und natürlich gegebenenfalls mit ein bisschen schnellere Ladezeiten durch die SSD. Okay, zielen. Ah, okay, eine Schleuder habe ich also. Kriege auch so leichte Anwandlungen von Psychonauts, muss ich natürlich sagen. Wobei Psychonauts natürlich nochmal was anderes war, aber als so ein bisschen entrückter Third-Person-Platformer-Action-Adventure. Es geht natürlich in eine dezent andere Richtung hier. Und du fängst nicht an wie bei Psychonauts 2 in der Zahnarzthölle. Fortuna. Works for the Queen, kidnapping children for her. Gott, sie sieht doch so aus. And so the Queen decreed that any child who had reached the age of 12 would be given the grand honor of rolling her one true dice, which would reveal to them their place in the world of random. Check out this secret portal. Bring me all of the children. It's an old crawl space. Achso, ah, ich stehe da oben, ich habe nach unten geschaut. Sehr viel Dialoge natürlich zwischendrin. Kann ich runter? Ach, da. Du musst natürlich den Weg nehmen, der vorgegeben ist. Ich konnte jetzt nicht runterfallen oder so. And though you may feel a twinge of emotion when you watch your children move to their new villages, ensure that you are feeling the correct emotion, which is joy. Joy
that the Queen's plan for us is so grand, that the one who dies has deigned to fix the... Oh, aber, ey, diese blau-violett-rosa Töne. Das ist wirklich hübsch, ey. Also man merkt eben, dass Indie ein bisschen an. Es kommt ja aus dem Programm, wo EA die kleineren Teams hat, die eben solche Sachen wie A Way Out gemacht haben. Also kleine in Anführungsstrichen, weil das doch schon ziemlich aufwendig ausschaut. Aber das ist ja jetzt nicht mit dem Need for Speed oder FIFA vergleichbar. Where have you been? We've been worried sick. I'm sorry, Dad. I tried to. There's no time. She'll be here any minute. Quick, get down. Oh Gott, versteckt euch, ey. Alter, das, also... Okay. Happy birthday. Oh, even. And I got a present for you. It's so cute. Make a wish. Kenn ich die Form nicht? Also ich heißt Even, meine Schwester heißt Odd. Also gerade und ungerade. And the Queen said, every child of 12 years shall throw this supreme dice, and so it was. For random is fair, random prevails, and random rules. Random rules! Be grateful, child, that the Queen herself is here for your special day. Oh Gott. Die böse Königin. Da ist sie. Und ich muss jetzt diesen Würfel werfen, der mein Schicksal bestimmt. Aber vielleicht habe ich Glück. Na gut, es gibt ja nur 6 Optionen. Now roll the dice and let's see what kind of person you truly are. 1. Oh. It had been settled. At least she'll be a sixer. Und wer ein Sechser ist? Oh, no. Stop it. No, even so, Vaud's destiny came to be living by the side of the Queen up in the Sixer's palace, where, it was said, all dreams came true. But Even's nightmare was just beginning. Darf ich nicht würfeln, ich bin zu jung oder so, ne? Also, unsere Schwester, da sie jetzt ein Sechser geworden ist, darf an der Seite der Königin leben. Jetzt bin ich alleine. Ein Einzelkind. Mit Trophäen immerhin aber. Chromatic Aberration. Odd, where are you? Wo bist du, Odd? Wo bist du denn? Achso, ich kann laufen. Ja, gut. In der Spiegelwelt. I'm coming for you, sis. Ach man, wie ist denn das? Da gibt's wochenlang nichts Neues, in Anführungsstrichen, zum Zocken. Also doch schon immer wieder was. Und dann verbringe ich den ganzen Monat mit The Great Ace Attorney. Und jetzt gefühlt 17 Spiele, auf die ich alle Bock habe. Also auch so problematisch. In der Hinsicht, ich würde gerne wieder mal ein klassisches Review machen, in Anführungsstrichen, also mit Spiel durchzocken, euch präsentieren, aber entweder sind es zu lange Spiele, dass ich sie nicht zeitig hinbekomme, um euch dann direkt ein Review zu zeigen, oder ich bin noch nicht damit durch, ne? Oder so weit, dass ich ein Review machen kann. Ich hoffe, dass ich in den nächsten 1-2 Wochen wieder was nachholen kann da. Aber dafür haben wir auch schöne Einblicke auf Games wie diese hier. Sehr schöne Bildsprache immer noch. Ich hatte zuletzt auch Pech bei Aufzeichnungen. Sister had been taken away from her, and in all that time, Even had never dreamed like that before. Ich hatte quasi ein ganzes Adventure Let's Play schon aufgenommen. Erstmal Supporter exklusiv hochladen. She was now awake and knew this was the same house she'd lived in her entire life. But something seemed off. Something seemed...
An image of great, 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 grand. An image of great, great grandfather Peter's. 200 years ago. Keep these paintings. Showed stories Even's mother told her were safe to share. Because they were true. So she said. Like the story of the card makers of Five Town, who'd suffered a horrible fate. Wieso schlafen die in einem Sarg? Nein, es ist einfach nur eine Bettecke hier. Den Gedanken auszuführen, ey, schon 3,5 Stunden aufgenommen, hätte noch eine halbe Stunde, glaube ich, zum Ende gebraucht bei Flight of the Amazon Queen. Und dann ist hier was, irgendein Gerät, das ich noch nicht ermittelt habe, Probleme mit dem Strom und hat's gemacht. Ist hoffentlich nichts kaputt gegangen, soweit ich sehen konnte, aber Sicherung rausgeflogen, Let's Play kaputt. Geil. Oh, it was still very late. Or was it very early? And even didn't want to wake her parents. Gucken wir mal hier raus. Deshalb, ich verkabel hier jetzt die Tage über mal alles neu bei mir. Vielleicht stelle ich ein bisschen was um, damit solche Produktionsscheiße nicht nochmal passiert. Dass ich wieder normal Content erstellen kann, ohne die Technikmühe dazwischen zu haben. The scariest painting Even's mother had ever made was of the Shadow Man, a mysterious figure who'd gobble up. Zu viel Narration ein bisschen hier, ne? Ich stelle mich da jetzt nicht hin und warte dann eine Minute, bis jeweils die Textzeile durch ist. Also gerne innerhalb von der Story-Narration, aber jetzt will ich auch mal Gameplay haben. Ey, diese Figürchen, von wo kenne ich die? Sind die aus einem Sega-Spiel? Ist das Puyo Puyo Tetris oder wo kenne ich diese? Feeling the ground tilt beneath her. That was the exact same stuffed animal she'd given Ord on the night she was taken. Even knew her parents would be heartbroken when they woke and found her missing. But she had to go. She had to know. Aber vielleicht, das Muster habt ihr ja auch bestimmt im Kopf. Ne? Vielleicht wisst ihr, ist das ein Sega-Property? War das Sonic? Irgendwas sagt mir Puyo Puyo Tetris. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe die schon mal gesehen. Oh, ich kann sprinten. Ach, geil. Seemed to keep its distance from Even. When she got closer, it moved further away. It was leading her somewhere. Phew. Easy there, Even. What are you doing out so darn late? You're running like the old witch Uma put a curse on you. Astrid-Lindenzweig, ey. Okay. Was wollen wir ihr sagen? Bedeutet der Geist, dass unsere Schwester tot ist und deshalb sich mit uns dann connecten möchte? Oh, sweet summer mudcake. I miss her too, child. But she's gone now. Ah. That spark in your eye tells me you're not fooling around. I remember being your age once, I do. And I know how important imagination can seem. All right, I'll get out of your way. But don't tell your parents you saw me. Deal? Danke, Astrid. You're quite welcome, young Miss Even. And stay away from the outskirts. Mitten in der Nacht lässt sie mich einfach da rumstromern. Na gut, ich habe hier nicht viele Optionen offen, wo ich hin kann. Weil die Wege sind ja sonst zu. Habe ich eine Map oder sowas? Ah, okay. Druck auf das Touchpad. Das ist tatsächlich eine Map. Und die Map ist so ein bisschen aufgebaut wie so ein Brettspiel, ne? Mit den Feldern. Gerade. Märchenseiten, also Sachen zum Finden. Das sind die eine richtige Questliste sogar. Hier komme ich ins Menü. Und ich habe immer noch die Schleuder. Das Laufen hätte ich vielleicht lieber L3 oder so verwendet. Mit L1 fühlt sich das so ungelenk an. Kann ich das kaputt machen? Nein, ist Deko. Mit L1 fühlt sich ein bisschen ungewöhnlich an. In which Even and her small family lived. Like all Wanners, they hauled junk for the cargo ships that came and went in the night. All this labor was done for reasons that were never clearly understood. The Queen willed it. And no one would dare oppose her. And that was enough for everyone. Everyone, that is, except Even. Okay. Wir gucken einfach mal. It's right there.
doing here anyway? Yeah, Evan. Are your parents letting you out after dark now? Ich hab mich rausgeschlichen, damit ihr's wisst. Honestly, Evan, I gotta say, I'm impressed. Never thought you had it in you to break a precious rule. Don't be mean, Lucky. I'm not mean. That was a compliment. I think you're cool, Evan. Even if you should listen to your parents more. My parents say listening to them is the coolest thing of all. You guys are so touchy. I couldn't sleep. My 12th birthday is coming up. Mine too. Gonna get to roll the dice when it comes. I'm gonna be a sixer. I know it. I'll be saying bye to all you bloobs and hi to the riches of Sixtopia. I'm not a bloob. I'm a star. My mom says so. I'm not a bloob either. What's a bloob? You getting a load of these bloobs even? Ja, was sind Bloobs eigentlich? Leute, die keine 6 gewürfelt haben dann? Listen, even, it takes two to be a jerk. One to be the jerk, and the other to be an even bigger jerk by pointing it out. Well, that's just her bad luck. Not the sort of thing I've ever had to worry about. Really? How come? Because my name is Lucky, and... He meant how come even thinks it didn't work out, Lucky? Also, ich glaube, sie versucht mir aus Sextopia eine Nachricht zu schicken. Naja, wenn da ein Geist dahin kommt, würde ich sagen, dass sie da gestorben ist und jetzt dich bespukt. You're right. Like a sixer would ever care about a wanna. Please. It could happen. You don't know. I think it sounds mysterious. I love mysteries. Have fun with your cool mystery, Evan. See you later. Ja, also warte mal, wo soll ich anballern? Wow, not bad, Evan. I knew you could do it. Lucky shot. I'm not impressed. I could do that too if I wanted. No problem. Klar. That was amazing, Evan. Hey, shut up. Also okay, eine Zweiklassengesellschaft oder eine Sechsklassengesellschaft? Ist es 1 bis 5 Sheet? Und 6 richtig cool nach Sextopia. Die Schere zwischen Arm und Reich. Anhand einer Allegorie dargestellt durch Würfeln. She knew this was, if not goodbye, then at least so long. And even knew if she hesitated, if she woke her parents and spoke to them directly, she'd never go. And so she left, without knocking. Even again considered knocking. Ach so, ich bin wieder nach Hause gelaufen. Na egal. Habe ich falsch geschaut? She left without knocking. Hat es ein bisschen, ist sie ein bisschen nutzlos, oder? Ah, es ging einmal drumherum. Das ist der andere Eingang vom Haus, okay? Ja, man muss selber absehen. Da ist dieser Tunnel, der rote, der Tunnel, durch den wir gerade gegangen sind. Und dann bin ich wieder hier zurück ins Haus, nachdem wir hier den linken Weg vorgegangen sind. Okay. Mal runter. Also ich habe keine PS4 mehr hier, um die PS4-Version auszutesten. Der PS5 läuft einwandfrei, aber das muss ja nichts direkt heißen. Wobei ich glaube nicht, dass das so aufwendig ist. Technisch, also bisher. Sieht zwar gut aus, aber jetzt nicht, dass du sagst, oh, das schafft nur eine Next-Gen, respektive mittlerweile Current-Gen-Konsole. Tagebuch und Karte habe ich schon gemacht. Wo schaue ich denn hin? Jetzt bin ich wieder bei den Kids, oder? Nee? Doch, ich bin wieder bei den Kids. Also, hier unten hin beim Roten, oder? Jetzt bin ich nämlich da oben. Dann ist der Tunnel... Wo ist der Tunnel? Da ist der Tunnel, okay.
Das heißt, gegenüberliegende Seite. Und guck mal da, hier. Das scheint richtig. Bei Dr. Karpfen hier. You seem like you're looking for something, kid. Ein Geist? Ah, I thought I recognized you. Your odd sister, right? Did the big roll a year ago, if I recall. She's in the Queen's care now, kiddo. There's nothing any of us can do. Aber sie braucht meine Hilfe. And I think you should give up on her, even. She's a Sixer now. Nobody ever comes back from that. Vielleicht geht's denen ja noch schlechter da? Weiß er nicht. Da ist der Geist. There. You saw it, didn't you? There it was again. Oh, jetzt habe ich was gekriegt? Oder war das der Questmarker? Hier soll ich lang quasi. Or whatever that spirit wanted. It seemed to involve bringing Even here. But why? Das sind die Slums. Das vorher nicht. Das sieht ja eh nicht aus. Kann man das bei Tag in Anführungsstrichen beweisen, falls es sowas wie Tag hier gibt? Ja, es ist ja wohl Nacht, wenn wir den Mond sehen. Random rules, Even. Manfred Modder. Well, well, well. Ein Armadillo? I see ghosts all around us, child. Ghosts of the way the world used to be. And how it could be still if the Queen were ever to die. But of course she can't. She can never die. You've heard the good news, haven't you? Klär mich einfach mal auf. The Queen is a force of nature, like gravity or death. You can't argue with gravity. You don't debate death. You just go along with her, because you know her rule is law. She is eternal. Okay. Ja, ich glaube nicht ganz, dass es gute Neuigkeiten sind, aber tschüss. Mein Freund. Es sind noch hier optionale Gespräche. Da ist der Geist. Oh, lauter Autosaves immer, übrigens. Wie auch gerade gesehen. Big city life. Oh, must be so Ben 4 Gist. So. Lass mal dem Geist folgen. Also hier können wir ein bisschen noch kennenlernen, die Bewohner. Und wahrscheinlich auch optionale Sachen. So, jetzt hier Bosskampf. Nein, jetzt kommen wir auf die Müllkippe. Ne, wir sind draußen. That strange figure even knew that her fate was changing. That her future was suddenly filled with unknowns. And she also had the distinct feeling that she wouldn't be back home for quite some time. Ja, wir werden uns wohl, denke ich mal, wir finden irgendwie hier unseren Kollegen den Zauberwürfel. Du bist meine neue Meisterin. Was, ein Würfel kann sprechen? Ja, das konnten wir früher alle. Aber ich war so lange einsam. Und jetzt hilf mir mal. Ich muss nämlich für die Königin nochmal würfeln. Und wir gehen deine Schwester suchen. Irgendwie sowas. Würde ich jetzt sagen. Achso, ich kann gehen. Damit ich mir einmal hier den Riesenwürfel angucke. Ruhig runterfallen, hier kann ich nicht. Na, also... Es fühlt sich trotzdem ein klein bisschen schwerfällig an, gerade wenn ich die Lauftaste betätige. Also, wie mein Charakter sich bewegt. Ganz leicht. Okay, da haben wir doch was gekriegt. Belohnung. Ach, die Spielkarten, ja. Die hatte ich ja auch fast verdrängt. Stimmt, da war ja was.
sind grandios gemalt und schimmern bläulich, wenn man sie aus einem bestimmten Winkel betrachtet. Punkte, Punktkreaturen auf zwei Beinen. Even could barely make out what the ghostly figure was. It was beautiful, inscrutable, and there seemed to be a sorrow to her. Der Hafen. There was no time to think. Even was either going home to her parents without answers and with even more questions than before, or she was getting on that boat. She felt a pull, beckoning towards something new. Hm? So, warte mal. Brücke runterlassen, irgendwie sowas, ne? Alles klar. Da habe ich drauf geachtet. Ich dachte, ich jump da jetzt rüber. Oh, those are some nice cards you have there, kiddo. You find them yourself? Ja, aber ich weiß nicht drüber viel. Well, heck, let me take a look. Maybe these old papers will notice something you haven't. Klar. Well, look at these. Oh, these used to be everywhere, you know that? Folks did trade them on the regular. Used to have quite a collection myself. Gone straight from the factories in Five Tropolis where they made them, you know. Mint in books. Of course, it was before the war. A lot changed that night. We're still dealing with the consequences. Okay, da es ein 5-Tropolis gibt, schätze ich mal doch nicht, dass es nur 6 und dann 1 bis 5 sind schlecht, sondern es ist wirklich eine 6-Klassengesellschaft, ne? Und das ist jetzt der 1er-Part oder die untersten Slums sozusagen, ne? Und dann progressiv, wenn wir dann in die nächsten Welten kommen mit den höheren Würfelaugen, haben wir dann progressivere, reichere Klassen jeweils. Mittelschicht wahrscheinlich 3er, ne? 5-Tropolis ist schon gut industrialisiert und was war das? Sechsenheim? Sechshausen? Da die Überreichen. A city of card makers it was. Then the queen came and turned it into a city of nightmares. You won't tell anyone I told you this, will you? Allen werde ich das erzählen. Got in their head that opinions like that are treasonous. But if that's what they call society, I don't want no part of it. Okay, also. Achso, steht direkt vor mir. Ja, lass uns erstmal mal weiter gucken. Das soll ja auch nur ein erster Blick jetzt hier werden. Wie viel haben wir schon? Eine knappe halbe Stunde. Ich will zumindest ein paar Gameplay-Elemente mir noch anschauen. Das ist ja alles sehr viel Story. Die haben wohl bewusst am Anfang nochmal diesen Flashback-Gameplay-Part reingetan. Damit man überhaupt nochmal neben der Story ein bisschen was kämpfen kann hier. Wo ist das Stealth? Ich warte mal hier. Aufpassen, ne? So. Jetzt wieder zurück. Und die nächste Brücke. I get it. Märchenbuchseite. Oh, ein altes und verbotenes, nicht verborgenes. 10 Seiten kann ich aus dem Märchenbuch finden. Die erste haben wir. Doch leichte Cuphead-Anwandlung. Natürlich ist es ein komplett anderer Stil, aber ich musste gerade so ein bisschen daran denken. Kann ich hier runter? Oder muss ich schon wieder... Oh ja. Vorsichtig. Sehr, sehr vorsichtig. Okay, es geht vom einen rüber. Und das andere dahin. Sich nicht erwischen lassen.
Und nochmal. Nee, es ist... Es sind diese drei Stufen, ne? Wo der Kran den Pfad hinbringt. Alrighty. Dann müssen wir ja auch sonst irgendwo hier runter können. Ach, hier, okay. I get it. Lustig, dass die in der Synchro vorhin vom Shadowman gesprochen haben. Auch ganz leichte Shadowman-Vibes. Also auch was das Level-Design jetzt hier gerade angeht, weil ich habe ja auch vor kurzem das... Bug! Das Shadowman-Remaster gespielt. Ach, zum Glück werde ich nicht zu weit zurückgeworfen. Nein, 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 nein! Ich muss besser aufpassen, ey. Beim Shadowman Remaster war man ja auch in so einer Schlucht wie hier. Der Schattenmann. So, jetzt aber. Schnell, schnell, schnell. Ich kann ja auch laufen. Ich bin ein Vollidiot. Uff. Das war knapp. Üben wir schon mal Speedrun-Strats. Jetzt müssen wir das einmal machen, damit wir rübergehen können. Also alles noch vergleichsweise basic, aber schon okay. Und da haben wir es. Bossfight, nein. Reise mit dem Boot davon. Nein, ich gehe zum Boot. Das ist mein Boot. Now, go away. What do you think I'm doing here? We're all trying to hide, kid. Now leave. This is Herman's hidey hole. My little stowaway chamber, my realm of adlubescence that you're not in. Herman's Kammer. It's my ticket out of this muddy town. I mean something that's delightful, like my room here. I wow. You really are just a kid, huh? Well, guess what? I myself was a kid once. Kid Herman. And now I'm adult Herman, and I'm getting out of here. Now go find your own spot. There are no... Come on! There's gotta be other spots. Go find them. Ich muss ins Boot. Oh, for the love of... Fine, fine, you little guilt tripper. I'll let you in. Danke! Oh, but before I do, we got ourselves some house rules. One... Be quiet. Two, don't touch anything. And three, be quiet and don't touch anything. Gute Regeln. Sollte man sich dran halten. Finde ich. Well, the moment she'd let herself think about it, even realized she was actually exhausted. Tonight alone, she'd seen a ghost, run away from home, and boarded a ship traveling somewhere deep into the unknown heart of Random. Would she ever return? It didn't matter. Ord was the only thing that mattered. With her sister's name on her lips, even fell into a deep slumber. Also ihren Eltern ist es nicht ganz so fair gegenüber, ne? Wenn ihre Schwester Ort das einzige Wichtige ist. I'm coming.
Aber gut, laufen wir hinterher. Stay right there. I'm coming. Ich dachte, Even ist stumm, also wir hören sie ja selten, aber hier hören wir sie ja ein bisschen. Gern ein bisschen rätseliger sein können. Ja, unsere Eltern einfach verlassen. Hello, Even. You're home. It's where you belong. Was ist denn mit allen los in dieser Traumsequenz? There's no time. No time? No time. A wanna is a wanna. Is a wanna is a wanna. When you're right, you're right. Even, come stay with us. Do you want some tea? Ich will keinen Tee, wir müssen die Schwester finden. Why do you need to see her? We've seen her before. Listen to your mother, even. It's a dangerous world out there. Listen to your mother, even. Stay here. It's safe here. We'll never leave you again. Not ever. Bleib bitte sicher hier. We'll always be here, even. You'll always be her, even. Her desires are odd. It's the only way she'll learn. Go, even if you're lost. The Queen will find you. Lass mich jetzt erstmal los hier. Vielleicht sind das auch nicht unsere richtigen Eltern, ne? Und Otto und Even sind irgendwie besondere Kinder. Von Würfeln geboren. Oder eine Königin, die aus dem Topf kommt. Sieht ein bisschen aus wie so ein Dark Souls Boss, ey. Please. Please, I want to go. I miss my sister. I miss my parents. My child, you're safe now. They can't hurt you anymore. Hurt me? No, that's not right. They never... I don't think they... They were denying you your future. Robbing you of your true destiny. You're finally home. Okay. Da wo's hingehört. Oh, no. This whole time ship's falling apart. Today's a difficult day for you, Herman. Take one of these bad boys! Oh mein Gott! Wir flüchten alle Mary Poppins Style. Poppins. As Even lost sight of Herman, she realized she'd also lost sight of her last connection to home. Okay. Still alive. I can work with that. As long as I don't land on water, I should be able to work with that. Sie landet auf dem Wasser. Find time to remember I don't know how to speak. She hoped desperately that she'd land somewhere near Sixtown, but the wind and the fates had very different plans for her indeed. Kommen in die Zweierstadt. Oder sowas zuerst. Wie die Städtenamen in Earthbound. Tucson, 3E oder so. Well, where is this place? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in die... Obwohl, das ist ja, die 4 wird da angeleuchtet. Einige, aber, mal gucken. She couldn't yet understand it, but Even had landed in the middle of something exceptional. These were the ruins of a time long past. And the magic she could almost sense in the air wasn't about to give up its secrets that easily. Ich muss erst mal meinen Würfelfreund finden, ne? Stimmt. You must be the first person to come here in decades. Die werden alle zum Leben erwachen, natürlich.
Da ist er. Klaus-Dieter Würfel. Eieiei. Okay, jetzt läuft sie von alleine. Ah, jetzt bin ich der Würfel. Nochmal. Okay, und einer der Würfelaugen ist immer das Auge vom... Obwohl, nee, da kommen die Arme raus, ne? Creepy, aber interessant. Ich muss dir helfen, Evan. Okay, jetzt bin ich Dr. Würfel. Oh, und wesentlich schneller unterwegs als Evan. Plonk. Bitte nicht knuspern. Ah! Oh, super gut. Ich dachte ja schon. Wir haben was locker gemacht. Was, wer bist du denn? Ich bin Würfelino. Hey. Are you okay? Are you, okay. Well, thanks for saving me back there. You were really, well, heroic. Right. Okay. Talking to a dice. I better get going. You should too. This place is really dangerous. Ich glaube, Evan hat jetzt ein Haustier. Ein Hauswürfel. Oh, I mean, I guess you can tag along. The more the merrier, right? So, R1 zum Losschicken für Doppelrätsel. Not a trap. Dann kommt er mit. Alles klar? Dann kommt irgendwie sowas am Ende. Du musst deine 7 würfeln. Zu gewinnen. Hey, those are mine. You don't just take things from people. Ugh, fine. You could hold on to them, I guess. Just don't digest them. Okay, also werden die Karten über den Würfel zum Einsatz kommen. Stimmt, es gab ja diese Würfeldimension sonst. Watch out, Dice! Ich denke, diese Maschinen sind auch lebendig. Yep. They're attacking. Ah. Okay, what? Wenn du Dicey wirfst, erhältst du Kartentoken, die der Augenzahl entsprechen. Das Ergebnis wird oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt.
Verwende Kartentoken, also Karten einfach, ne? Ach nee, die Kartenpunkte, also die Tokens, um Karten zu aktivieren. Verlasse die Würfeldimension, wenn du was angreifst oder Dreieck drückst. Oh, it was clear that these were no ordinary cards. And Dicey was no ordinary dice. Something extraordinary was awakening. Ich musste hier die entsprechend Secret Points da hitten. Ja, okay, ich kann ihn nicht hitzen. Also hitzen dann war dann nicht. Ich müsste das hier machen, um die Kartentoken zu verdienen, um dann in die Dimension zu gehen. Und jetzt habe ich einen 2 gewürfelt. Ich kann mir also bis zu 2 aussuchen. Wandelt die Schleuder in einen Bogen um bis zu 10 Pfeile. Bescheidenes Lebenselixier. Nehmen wir das mal. Also okay, man muss sich durch das Bekämpfen dann die Token verdienen. Even sammelt er die nicht auf, denn... What was happening to her and her new dice friend? But she didn't need to, for there was another, more obvious truth that she understood completely. She was truly and inarguably kicking robot butt. Okay, jetzt habe ich recht viel angesammelt davon. Volles Blatt wirf. Setzt die Lebensdauer des Schwertes zurück und erhöht seine Stärke. Alright. Spielen, ich habe noch 2. Etwas in Lebensenergie zurück. We're moving as one, an unstoppable fighting machine. With each movement, the girl and her dice became more and more inseparable. Ah, okay. Ja, das Timing muss man sich erstmal wirklich mal drauf schaffen. Also das Ausweichen auch, das ist nicht. Ein Lock-on hatte ich jetzt hier nicht. Ich beschwöre eine Bombe. Dass wir noch einiges an Übung brauchen. Also man verdient durch die Kristalle, die man den Gegnern wegballert, dann Möglichkeiten, in diese Würfeldimension zu gehen, um die Kartentoken zu bekommen, um die Karten dann auszuwählen, um kurzzeitig verschiedene Zufallseffekte zu aktivieren oder Waffen, dass sie dazu kommen. Interessant. Das wird davon abhängen, also das eigentliche Kämpfen fühlt sich noch ein bisschen komisch an. Sagt nicht ganz so smooth. Es hängt davon ab, wie sehr das alles natürlich unterbrochen wird, gleich immer durch, okay, jetzt noch ein paar Tokens verdient. Noch ein bisschen was Kingdom Hearts ist Schiss. Ne? Besiege die Bauern. Politische Statements hier, der wird. So. Spam kannst du nicht. To the entities that slumbered in this long forgotten world, even had just become. Ah,